Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Selina und ihr merkt schon, das Intro von mir ist gerade ein bisschen anders und meine Stimmung ist auch anders, weil ich wollte eigentlich jetzt noch gar nicht aufnehmen, aber JD ist gerade am Sterben. Leute, zuerst stirbt Champ 2 Folgen davor und jetzt JD und das ist gerade ein bisschen viel. Der Sensenmann ist auch schon da und er hat JD gerade mitgenommen, also die Seele von JD. Oh Mann, die waren immer alle noch nicht ganz glücklich darüber, dass Jam verstorben ist. Sie haben es immer noch nicht so ganz verarbeitet. Und jetzt direkt JD, das ist echt krass. Also die Folge, die startet ja jetzt schon wahnsinnig gut. Okay. Übrigens, hier die Periode, Menstruationszyklus, das habe ich euch ja im letzten Video erklärt. Die ganzen Mods, wenn ihr das Video noch nicht angeschaut habt, dürft ihr das sehr, sehr gerne nach diesem hier tun. Und ich werde aber dieses kleine Teil mit der Menstruation wieder deinstallieren, weil ich bin irgendwie nicht wirklich ein Fan davon. Also versteht das nicht falsch, ich finde diese Interaktion mega, mega cool. Aber ich finde gerade so im Let's Play stört das doch schon ein bisschen, wenn die ganze Zeit rumheulen, weil sie ihre Tage bekommen, weil es denen nicht schlecht geht oder sonst irgendwas. Deswegen wird dieser Cheat nicht lange, dieses Dings nicht lange bei uns nehmen. Okay, der Sensenmann haut ab, endlich. Gott sei Dank. Ey, was für ein Start in diese Folge. Geschwisterphase wegen Leben. Angela scheint ein neues Geschwisterchen zu wollen. Oh, das können wir nicht mal erfüllen. Sorry, aber wir haben gerade schon so viel zu tun mit den 2 Kindern. Also ich bin nicht froh, dass die Hunde weg sind, aber es ist doch für Sandy im Endeffekt eine Wahnsinnserleichterung. Und oh, ich sehe gerade, wir haben hier die Wand noch gar nicht richtig eingefärbt. Ja, geil, das sieht doch dann wunderschön aus. So. Auch das hier noch. Jo, jetzt ist komplett eingefärbt. Das obere Stockwerk sieht natürlich mit dem Haus jetzt noch nicht so ganz stimmig aus. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Vielleicht ziehen wir auch irgendwann mal in ein komplett anderes Haus. So ein komplett neues Bauen. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Mein heutiger Plan dreht sich vor allem ums Atelier. Das findet ihr genau hier gegenüber. Ich möchte es so, so gerne einfach mal eröffnen. Ich glaube, das Atelier, das ist ja jetzt schon seit 4 Folgen beständig. Also seit 4 Folgen, wo sie das Ganze gekauft hat, dieses Gebäude. Ja, bis dahin ist jetzt bis jetzt noch nicht so viel passiert. Also klar, Einrichtungen und so haben wir ganz, ganz grob gemacht. Aber ich möchte natürlich es endlich eröffnen, damit meine Bilder auch mal ausgestellt werden. Wir müssen noch Angestellte suchen und genau das ist mein Plan für heute. Ich bin mal gespannt, wie wir damit so vorankommen. Genau. Ja, stimmt, weil Luna ist nämlich gerade am Bauen, am Videodrehen. Ich würde gerne fragen, wie alt du bist. Blöd nur, dass du nicht so weit zählen kannst. Ein Kleinkind hat uns das geschickt. Ein Kleinkind schickt uns sowas. Boah. Aber den merke ich mir. So, theoretisch können wir jetzt einmal diese Schüsseln hier verkaufen. Dann bekommen wir da nämlich nochmal ein bisschen mehr Geld. Haben wir sonst irgendwas für die Hunde eigentlich gehabt? Nein. Wow. Ach so. Oh, stimmt. Das hier können wir auch verkaufen. Cool. Jetzt haben wir direkt schon mal ein bisschen mehr Geld. Wie sieht es mit dem oberen Stockwerk aus? Das hier könnte mal runter. Ach, da ist gar kein Platz mehr. Gut, dann steht es jetzt halt hier. Wir werden wahrscheinlich im Garten oder so ein kleines Andenken für die Hunde machen. Aber nicht heute. Ich möchte das Geld jetzt ehrlich gesagt nicht dafür ausgeben, sondern wirklich fürs Atelier, um da mal ein bisschen voranzukommen. Weil es wird langsam Zeit. Na, du kannst hier einmal noch Doktor spielen. Oh, genau, nachdem du deine Hausaufgaben gemacht hast. Sehr gut. Hat sie ihre Hausaufgaben jetzt fertig? Oh, sehr schön. Cool. Genau, dann spiel das hier mal bitte. Welcher Fähigkeitsstufe bist du denn? Oh, eins. Wir sollten doch dann vielleicht sozial lieber verbessern. Oder?
damit sie halt diesen Erfolg hier freischaltet, die Notenziele, um vielleicht eine Einserschülerin zu werden. Das wäre doch super. Na toll, Luna hat ihre Periode bekommen. Och Mann. Ich habe gerade gar keine Lust auf dieses Ding. Es war eine Obdachlosen-Challenge. Da ist ja jeder irgendwie irgendwann mal böse gelaunt. Warum malst du nicht? Ach so, genau, verkaufen. Und wenn wir dann noch zusätzliche Dinge installiert haben, womit sie noch mieser gelaunt werden, das ist doch einfach bescheiden. Och, sie hat auch ihre Tage. Ich raste aus. Menstruationsprodukte, so. Oh, aufgehender Stern. Wow, Sandy, wow, wow, wow. Mal noch ein Gemälde und dann reisen wir einmal zu unserem Grundstück. Das hier ist jetzt unser bescheidenes, kleines Atelier mit genau einem Gemälde. Wow, aber als Unfall... Nee, das haben wir ja schon. Gut, wir müssen jetzt aber erstmal noch Leute einstellen. Wo kann ich das machen? Angestellte verwalten. Oh, wir haben sogar schon eine Angestellte. Caroline Roth. Die ist aber ganz schön teuer. Aber sie hat halt auch gute Fähigkeiten. Ja, wir lassen es trotzdem mal. Es ist ja gut, wenn unsere Angestellten was Gutes können. Deswegen... öffnen wir jetzt einfach mal. Oh Gott, und die Leute, die kommen gleich. Aber währenddessen kannst du noch mal malen. Weil wenn das Gemälde verkauft worden ist, dann haben wir kein Gemälde mehr. Da ist sie, Caroline. Oh mein Gott, haben wir hier gar kein Licht drin? Anweisen. Fragen, wie es Caroline geht. Das ist doch ganz nett. Oh, und da sind auch schon die Leute. Aber Moment, wir brauchen jetzt erst noch mal Lampen. Oh, da hängen wirklich Lampen. Wir machen mal 2000 Simoleons rüber. Umbuchung bestätigen. Und jetzt holen wir uns richtig coole Lampen. Weil ich glaube, so kommen wir nicht weit. Beleuchtung. Also natürlich Deckenbeleuchtung als erstes. Wow, die Lampe, die tut fast nichts. Na. Ich will halt auch irgendeine künstlerische Lampe haben. So, die da sieht doch ganz gut aus. Dann entfernen wir diese Kinderlampen. Und jetzt holen wir noch Lampen für an die Wand. Die nämlich hier... Nee, diese nicht. Aber die einfach das Gemälde noch mal ein bisschen anleuchten. Die finde ich super. Die platzieren wir jetzt mal an alle vier Wände. Falls wir noch andere Gemälde haben irgendwann. Kunde begrüßen. Und hier auch Kunde begrüßen. Komm schon, mal schneller. Komm, ich finde, das können wir auch gleich machen. Im Notfall. Ey, Hauptsache, diese Kunden sind einfach glücklich. Und kaufen bitte das Gemälde. Bitte, bitte, bitte. Oh, ich glaube, sie ist interessiert. Ist es nicht irgendwie so, wenn dieser Balken ganz oben ist, dass sie mehr Lust darauf haben, was zu kaufen oder kurz davor sind? So, irgendwas war da doch. Introvertiert. Och nee. Mann. Nee, ich kann mich jetzt mit niemandem treffen. Ey. Bitte Kundenfragen beantworten. Ein weiteres Gemälde haben wir jetzt. Als zu verkaufen kennzeichnen. Und dann bitte, bitte, bitte verkaufen wir ein Bild. Warum ist da oben drüber der Balken weg? Möchte sie jetzt gar nichts mehr kaufen? Gut, dann gehe ich halt jetzt mal ins Spiel. Nach Preisvorstellung fragen. Wie viel kostet das denn eigentlich? Sehen wir das? 774. Wow. Ist ein guter Preis. Handel. Hier, Fragen beantworten. Genau, damit sie bitte, bitte irgendwas kauft.
Geschäft abschließen. Ich glaube, dafür ist noch ein bisschen zu früh. Sie würde erstmal über die Einkaufsvorlieben reden. Ich liebe dieses Gemälde. Dieses Gemälde ist wunderschön. Dieses Gemälde habe ja auch schließlich ich gemalt. Das heißt, ein Riesengrund, um dieses Gemälde zu kaufen. Hey Sandy, wie geht's? In letzter Zeit ist dein Name in aller Munde. Sollen wir uns noch einmal treffen? Wir waren schließlich schon Freunde, bevor du berühmt wurdest. Stimmt's? Wer ist das? Wer war das? Oh, Arnav Gupta. Wow, also wir waren sehr stark befreundet, wie ihr seht. Wer ist Tetsu? Oh Gott, okay, mit Willi, klar. Da ging das Ganze nicht so gut aus. Möchtest du jetzt was kaufen? Möglichkeiten unterbreiten. Nicht am Handy spielen, Sandy. Sei mal deiner Verkäuferin ein gutes Vorbild. Und von Ladenschwärmen natürlich, weil der Laden, der ist auch erst neu. Ja, Punkt. So sieht er halt auch aus. Oh, wir brauchen noch einen Boden. Haben wir Geld für einen Boden? So schöne Fliesen oder so. Nö. Geil. Dann halt nicht. Mist. Wir... Ah, nee, Informationen anbieten. Ich wollte jetzt schon eigentlich das Geschäft abschließen. Aber ich glaube, so schnell funktioniert das nicht. Oh, doch, wir drücken es jetzt mal. Was soll schon schiefgehen, Leute? Was soll schiefgehen? Was für ausgezeichnete Wahl. Welche Bereicherung. Ich kaufe, sobald du zum Kassieren Zeit hast. Oh ja, kann ich sie kassieren? Oh ja, das kann ich. Cool. Meine erste Kundin. Schau mal bitte, fang mal an zu lächeln. Können wir ein Bild mit ihr machen? Wie cool. Dankeschön. Was ist das jetzt? Ware auffüllen? Kommt dann nochmal das gleiche Bild? Das ist doch eigentlich unmöglich, oder? Nee, da kommt nicht das gleiche Bild. Was kommt denn jetzt? Oh, aber wir haben auf jeden Fall einiges an Kohle verdient. Das waren jetzt die 700 irgendwas. Und ich stinke. Menstruationsprodukte, genau. Oh, weil sie Pipi muss, da fällt mir gerade ein. Wir bräuchten vielleicht so eine Kundentoilette oder einen Kühlschrank oder noch irgendwas. Und das wäre doch, glaube ich, ganz cool. So, wir machen einfach mal hier. Hier kommt jetzt einfach mal das Räumchen hin. Genau, da können wir das hier auch eigentlich alles ein bisschen schieben. Dann kommt die Kasse hier außen hin. Und dann natürlich eine Tür, damit wir hier auch irgendwie reinkommen. Ich hätte jetzt eigentlich gerne irgendeine coole. Aber wir nehmen jetzt die. Für den Anfang ist es, glaube ich, okay. Gleiche Wand und gleich haben wir kein Geld mehr. 325 noch, das reicht nicht. Aber eine Toilette können wir jetzt auf jeden Fall schon mal platzieren. Och, Mann. Eine echt günstige. Aber Klo ist Klo, würde ich sagen. So, wow. Leute, wir haben ein Gemälde verkauft. Wir haben Kunden. Es läuft irgendwie relativ gut. Ich kann sie doch auch auf eine Schulung schicken. Wo geht das denn? Kritisieren. Ich lobe sie mal, weil sie ist ja eigentlich schon recht fleißig. Sie unterhält sich mit den Kunden. Sie spielt jetzt nicht am Handy oder so. Gar keine Stimmung, weil ich sie gelobt habe? Wow. Wow, wirklich. Arbeit. Okay, irgendwie kann ich sie nicht auf eine Schulung schicken. Vielleicht funktioniert das auch nur beim Restaurant. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Deswegen beende ich den Part auch mal an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir einen schönen Kommentar und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.